herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich musste mir jetzt was anderes einfallen lassen, da das Programm ein bisschen gestreikt hat, mit dem ich das Video geschnitten habe. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen über meine Krankheit, an der ich letztes Jahr erkrankt bin. Ist nichts Wildes. Das haben ganz viele Menschen, aber ich wollte mal ein bisschen darüber berichten, weil man ja schon ein paar Ängste hat. Ja, also ich habe Schilddrüsenüberfunktionen gehabt und es war ganz stark. Raus kam es auf Arbeit, da konnte ich plötzlich mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe verschwommen gesehen, ich hatte ganz wackelige Beine, Herz pochte ungemein und dann wurde es immer schlimmer. Ich war dann richtig am Zittern, ich konnte Kaffee nicht mehr rausreichen, das lief immer über, weil ich so gezittert habe. Ja, daraufhin bin ich dann zum Arzt und die haben das dann festgestellt. Ja, und dann war ich eigentlich danach jede Woche beim anderen Arzt. Ja, und hab dann viel durchgemacht. Wenn ich zwischendurch nach unten gucke, da habe ich meine Notizen, nicht wundern, ja. Also das erste Mal war ich beim Arzt dann in Dortmund gewesen. Das war dann im, wo steht das denn? Da, am 11.11. Also es fing dann im November an. Ja, und gezogen hat sich die ganze Krankheit eigentlich bis jetzt im Juli, Mitte Juli. Ja, also die Werte sagen euch ja nichts, aber da waren Werte bei, die waren über das 24., 25. Fache erhöht. Also schon sehr extrem. Ja, daraufhin, weil ich da unzufrieden war und die immer nur Blut abnehmen wollten und mir gar nicht geholfen haben in Dortmund, bin ich dann zum anderen Hausarzt in meinem Wohnort und der schickte mich dann zur Radiologie. Die haben dann diesen TRAC-Wert ermittelt, der ist ja ganz wichtig, um das herauszufinden, ob eine OP gemacht werden muss oder nicht. Ja, und der sollte eigentlich unter 1 liegen, ich lag jetzt bei 23,22. Erster Wert, also die Leute, die daran erkrankt sind, die wissen ja, was das genau ist für Werte. Also der erste Wert von FT3, der ja wichtig ist, soll ja bei 1,9 bis 4,4 liegen. Da lag ich am 24.11. lag ich letztes Jahr bei 8. Dieser FT4 lag ich dann bei 2,6. Der soll bei 0,8 und 1,9 eigentlich sein, aber ich blende euch das nochmal ein. Und der TSH-Wert und soll bei 0,4 bis 4 liegen. Da lag ich bei 0,011, also der ist schon angestiegen. Das erste Mal, wo ich in Dortmund war, da war der kleiner, da konnte man den gar nicht messen. So, also mit diesen Werten habe ich dann Mitte Dezember erfahren, dass ich dann eine OP machen soll oder Radiotherapie. Da musste ich mich erstmal informieren. Von der OP hört ja jeder eigentlich mit einer Schilddrüse. Ist ja auch eine Standard-OP, das wird ja oft durchgeführt, aber da gibt es immer noch diese Risiken und ich hatte Angst, dass ich da nicht aufwache oder dass zu viel entfernt wird. Ja, und dann habe ich mich also informiert, was diese Radiotherapie ist. Eigentlich gibt es da so gut wie keine Nebenwirkungen. Höchstens so leichte, wie so ganz leichte Magenschmerzen. Aber da kriegt man Tabletten und das ist okay. Also ich hatte jetzt gar nichts. Durfte dann auch am 18. Januar direkt dann nach Lüdenscheid, haben die das gemacht, wurde das stationär aufgenommen. Ich sag mal, wenn man montags reinkommt, ist mal maximal 5 Tage drin. Das heißt, man kommt freitags raus. Also es ist nichts Schlimmes. Allerdings darf man keinen Besuch haben. Wieder wegen dieser radioaktiven Strahlung. Ich gehe jetzt mal erstmal genauer ein, was es genau ist. Also man bekommt eine Kapsel mit radioaktivem Jod und die baut eigentlich die Schilddrüse ab. Das ist auch nicht gefährlich, weil sie praktisch nur für die Schilddrüse reicht und alle anderen Organe gar nicht trifft.
Eine Woche bevor ich dann stationär aufgenommen wurde, war ich dann einmal schon in Lüdenscheid und habe eine Testkapsel bekommen. Da ist so eine geringe Menge drin an radioaktivem Jod. Das bekommt jeder und damit wird dann gemessen, wie viel die Schilddrüse wirklich aufnimmt, wie viel angekommen ist. Und daraufhin wird individuelle Kapsel dann bestellt. So, also jetzt ein bisschen zu dem Aufenthalt. Also ich am Montag um 8 Uhr war dann die Aufnahme, um 8:30 Uhr war dann die Voruntersuchungen. Dann kam ich schon aufs Zimmer eine halbe Stunde später, musste da ein bisschen warten. Zwischendurch kam dann halt die Schwester, hat mir was erklärt, der Arzt kam ein paar Mal rein. Es hat sich bei mir ein bisschen gezögert, mehr als bei den anderen. Ich habe die Kapsel ein bisschen später bekommen. Eigentlich bekommt man die um 12. Ich habe um 13:20 Uhr bekommen, weil die sich unsicher waren und dann noch einen Bluttest gemacht haben, ob ich schwanger bin. Der war negativ, sonst hätte ich die Therapie nicht mitmachen können. Ja, also zum restlichen Tag kann man da nicht sagen. Es ist wie ein ganz normales Krankenhauszimmer. Man hat einen Fernseher, man konnte Laptop mitnehmen, das ist kein Problem. Bücher kann man alles mitnehmen. Handy auch, man darf auch ganz normal damit ins Internet mit dem Handy und telefonieren, das ist alles kein Problem. Also es ist schon sehr gut, man kann sich gut beschäftigen, man kann auch Nähzeug mitnehmen oder sonstiges. Ja, und sonst gab es viel Essen, was ich nicht gewohnt bin von Krankenhäusern. Also es gab sogar Kaffee und Kuchen mit, oder nachmittags eher gesagt. Ja, dann um 18 Uhr Abendbrot und danach kamen die auch noch ein paar Mal rein, ob ihr alles gut ist. So, also dann zum Dienstag. Also ich wurde 7:30 ungefähr geweckt. Dann konnte ich mich ganz in Ruhe fertig machen. Um kurz nach 8 wurde man dann immer, also nach und nach, man musste immer einzeln geholt werden wegen dieser Strahlung. So um kurz nach 8 geholt und dann zu den Zyntigrammen hin und die anderen Strahlenuntersuchungen. Dann zurück aufs Zimmer, da stand dann schon das Essen. Ja, bevor das Mittagessen kam, kam schon die Schwester rein. Die hat mir dann schon direkt gesagt, dass ich am nächsten Tag rausgehen kann. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil ohne Besuch, das ist schon, ja, geht die Zeit nicht ganz so schnell rum. Man ist dann doch froh, wenn man zu Hause ist. Ja, dann hat sie mir genau erklärt, wie das ablaufen wird. So, also am Mittwoch wurde man ein bisschen eher geweckt, also die zumindest, die entlassen wurden. Da wurde ich schon um 6:30 geweckt. Musste mich dann in Ruhe fertig machen. Dann durfte ich auch an den Schrank, wo die Straßenkleidung dran ist. Da darf man sonst nicht dran. Dann, der wird extra abgeschlossen. Dann durfte ich meine Sachen in Ruhe packen. Dann wurde auch zwischenzeitlich schon Nachtschrank und so rausgeholt. Während ich dann gefrühstückt habe, musste ich auch einmal hinter dieser halbhohen Bleiwand verschwinden, weil die Bett und alles rausgeholt haben. Und dann saß ich eigentlich praktisch wie in einem leeren Zimmer. Da war nur noch der Tisch und die Stühle. Aber das ist nicht so tragisch. Ich habe da ein bisschen gelesen, bis die mich dann aufgerufen haben. Nochmal für das letzte Mal die Unterstrahlenuntersuchung. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Auf jeden Fall wird da gemessen, wie viel ich noch strahle oder wie viel man noch strahlt. Ja, dann durfte man auch schon aus dem Zimmer raus und dann kamen alle in den Aufenthaltsraum. Da haben wir uns alle dann unterhalten. Ja, und haben dann gewartet, bis wir abgeholt werden. Ich denke, die genauen Werte werden euch nicht interessieren. Als ich dann im Februar die messen gelassen habe beim Hausarzt, also sie waren auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Ja, dann wurden die eigentlich alle 4 Wochen erstmal gemessen. Im März ging das dann los. Da waren die Werte dann extrem verändert. Zum Beispiel der TSH-Wert, ich sage es nochmal, der soll bei 0,4 bis 4 liegen. Da lag bei mir über 75. Dann FT3 soll bei 1,9 und 4,4 liegen. Der lag bei 1,9, also genau richtig. Und FT4 soll bei 0,8 bis 1,9 liegen. Der lag bei kleiner als 0,3. Ja. Und dann wurde es eigentlich nach und nach besser. Dann war im 2-Wochen-Rhythmus, wurde gemessen. Dann war es 2 Wochen später zum Beispiel der TSH-Wert ging dann schon gewaltig runter auf 52,1. Ist zwar immer noch viel zu hoch, aber es ist schon besser. Da haben die mich eingestellt mit verschiedenen Schilddrüsentabletten.
Also als ich rauskam aus dem Krankenhaus in Lindscheid, habe ich dieses Thiamazol genommen. 10 Milligramm musste ich einmal morgens nehmen. Dann habe ich dreimal am Tag Noxeton genommen, 10 Milligramm. Das sind Blutdrucktabletten, weil mein Blutdruck ja viel zu hoch war. Und Dextrotin oder wie es genau heißt. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass dieses Dextrotin, jetzt komme ich nicht drauf, Cortison-Tabletten sind. Also im April war dann der Wert, der TSH-Wert, der ja vorher bei über 75 lag, im Februar war der dann bei 11,8. Also schon richtig runter. Danach ging es nur noch schleppend immer weiter, nur so ein, zwei tiefer. Das hat sich dann ganz schön gezogen. Dann hatte ich in der Zwischenzeit auch komische Erscheinungen immer wieder, weil ich von den einen Extremen in das andere bin. Also ich war extrem müde, ungefähr so 2 Monate lang. Also ich habe es nur geschafft, aufzustehen zur Arbeit, wieder nach Hause geschlafen. Dann bin ich aufgestanden, duschen, gegessen und zur Arbeit. Also ich habe nichts anderes gemacht, kein bisschen Haushalt, das musste alles mein Mann machen. Ja, mein Pferd in der Zeit hat meine Pflegebeteiligung gemacht oder mein Papa. Also das habe ich körperlich gar nicht geschafft. Das ist natürlich sehr schade gewesen, aber die Zeit ist ja vorbei. Dann hatte ich eine Zeit lang auch Pickel ohne Ende. Also so viel hatte ich in der Pubertät noch nicht mal. Das ganze Gesicht voll, ich weiß nicht wie viel, einer neben den anderen. Dann hatte ich die Schulter voll, die ganze Brust voll, den kompletten Rücken bis runter zum Po. Also es war schon richtig extrem. Das ging ja dann auch Gott sei Dank weg. Das letzte, was ich hatte, war dann Haarausfall. Da kämpfe ich immer noch dran. Man sieht, wenn ich einen Zopf habe, sieht man es kaum. Das hier ist jetzt neu gewachsen. Das ist die Länge. Also die sind nur noch halb so dicht. Man sieht es aber wirklich kaum. Aber ich möchte sie jetzt nicht öffnen. Ich fühle mich dann noch ein bisschen unwohl. Da war ich dann beim Hausarzt, weil das immer extremer wurde. Also ich habe so viele Haare verloren. Der hat dann Eisenmangel und Folsäure nachgemessen und da hatte ich einen Folsäuremangel. Folsäure-Tabletten gegeben, das ist Folsan, 5 Milligramm. Die sind höher dosiert und die brauchte ich auch nur alle 2 Tage einmal nehmen. Das hat mir gut geholfen, also ich habe schon direkt nach ein paar Mal Einnahmen oder Einnehmen gemerkt, wie es besser geworden ist, dass ja, wenn ich so durchgegangen bin, ich hatte nicht die ganze Hand voll Haare, das war schon richtig gut. Ja, und jetzt wächst seit ungefähr, weiß nicht, 6 Wochen, wachsen meine Haare wieder. Ich bin richtig stolz drauf. Zu meinen ganzen Arztbesuchen muss ich noch sagen, ich musste auch ein paar Mal zum Augenarzt, weil ich so verschwommen gesehen habe. Da wurde ich immer wieder kontrolliert, aber es war alles okay. Das gehörte einfach zur Schilddrüse auch mit dazu. Dann hatte ich, ich glaube ab April an, immer starke Kopfschmerzen mit Übelkeit, richtig mit Erbrechen. Da wurde gesagt, das ist allein wegen der Tablettenumstellungen, weil ich ja, habe ich noch gar nicht erzählt, weil ich ja von diesem Thiamazol runter bin und den Blutdruck nach und nach immer gesenkt habe, bin ich dann auf die L-Thyraxin gegangen und habe erstmal 50 Milligramm genommen, das hat nicht ausgereicht, dann auf 75 und dann auf 100. Also 100 nehme ich jetzt, das muss ich jeden Tag dann nehmen. Also der Hausarzt hat mich dann, weil die Kopfschmerzen nicht besser geworden sind, zum Neurologen geschickt. Der hat ein paar Untersuchungen gemacht, hat dann gesagt, also Migräne ist es auf keinen Fall. Das muss irgendwie mit der Schilddrüse noch zusammenhängen, aber es ist alles okay. Dann hat er mich nochmal zum Radiologen geschickt. Der hat dann MRT gemacht am Kopf. Und der sagt, das ist alles gut, man kann nichts sehen. Dann bin ich mit diesen Bildern wieder zum Neurologen gegangen. Der hat dann sich alles angeguckt und sagte, es ist alles super, ich habe keinen Tumor, kein gar nichts. Es ist alles bestens, das wird wieder weggehen. Ja, da war ich auf jeden Fall super erleichtert, weil man weiß ja nie, was man alles hat, wenn man so viel Übelkeit hat mit Erbrechen.
Jetzt wird's langsam besser. Also Erbrechen habe ich seit, ich glaube, einem Monat nicht mehr. Kopfschmerzen sind Gott sei Dank auch nicht mehr täglich und auch nicht mehr 24 Stunden da. Die sind jetzt immer zwischendurch mal alle paar Tage und dann auch nicht mehr ganz so stark. Also ich hatte richtig hier so an der Schläfe an, bis vorne richtig so ein Drücken. Das ist jetzt nicht mehr. Da bin ich erleichtert. Ja, das war es eigentlich auch soweit. Jetzt muss ich nur immer wieder ganz standardmäßig, wie alle, die mit der Schilddrüse was haben, immer wieder zum Hausarzt, immer wieder kontrollieren lassen. Und der guckt dann, ob die Tabletten noch so bleiben müssen. Also ganz normal. Ja, ich hoffe, das Video ist nicht allzu durcheinander geworden, weil es jetzt eher spontan war. Ich habe mir heute Morgen was einfallen lassen müssen, weil ich ja gerne 18 Uhr einhalten will mit meinem Tag. Und das ist ja nur einmal die Woche mit Donnerstag. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ich habe euch Mut gemacht, die da auch dran erkrankt sind. Also diese radioaktive Strahlung kann ich echt empfehlen. Die tut überhaupt nicht weh. Also es hat leichtes Pochen gehabt, als ich da im Krankenhaus war. Aber das ist okay. Alles besser wie eine OP, weil bei einer OP, da liegt man ja richtig flach. Ja, ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich würde mich super freuen. Über Feedback von euch würde ich mich freuen. Vielleicht habt ihr auch Verbesserungsmöglichkeiten. Ich stehe ja noch ganz am Anfang. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut, dass ihr dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.